Das Gongspielen ist eine uralte, ca. 7000 Jahre alte Tradition und hat seinen Ursprung, soweit bekannt ist, im chinesischen Raum. In Südostasien ist der Gong ein fester Bestandteil der traditionellen Musik und lässt sich in Tempelanlagen genauso wie in Privathaushalten finden. Bei unserer ersten Selbsterfahrung trafen wir auf die Gongspielerin Lydia Röder. Während der gesamten fast einstündigen Meditation kniete sie vor einem riesigen Klangteller, den sie dabei mit einer Art Schlegel unterschiedlich intensiv anschlug. Dabei breitete sich ein überdimensional lauter Klangteppich im gesamten Raum aus, der uns liegende Meditierende komplett erfasste. Dazu interviewten wir die Gongmeisterin selbst und fragten anschließend unsere drei Neugierigen, wie sie ihren Selbstversuch erlebt haben. Aber wie passt das eigentlich zusammen? Solch enorme Lautstärke und Meditation? Es kommt darauf an, was ich unter Meditation verstehe. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Meditation. Ich kann auf ein Bild meditieren oder auf die Kerze meditieren oder ich kann auf ein bestimmtes Mantra meditieren und so kann ich eben auch auf den Klang meditieren. Und beim Meditieren geht es gar nicht darum, dass Ruhe ist, zumindest nicht im Außen, sondern die Idee ist, dass Ruhe im Kopf ist, ne? Ruhe im Karton. Diese Ruhe entsteht praktisch durch die Lautstärke oder danach. Also man liegt ganz normal auf dem Boden, so im Raum, und da vorne ist halt dieser etwas größere Gong, wie man den auch so kennt von den Buddhisten, sage ich jetzt mal so. Und das fängt ganz leise an. Also sie fängt ganz leise an und filigran auf diesen Gong da zu tippeln. Das steigerte sich dann halt so über eine Zeit von gefühlten 10 Minuten. Und dann kam so eine... Das kann man schwer in Worte fassen. Das ist so, das wurde halt also erstmal auf jeden Fall immer lauter, so ganz langsam, als ob so eine Lawine auf einen zukommt. Aber halt nicht eine, als Form einer Lawine, sondern als Klangerlebnis und so facettenreich. Und es steigert sich immer mehr und wird immer lauter und lauter und lauter. Und es hört nicht auf. Es wird halt so laut, dass du halt denkst, irgendwann so. Das ist nur noch ein Rauschen, das ist praktisch wie eine Explosion des gesamten Universums, der Urknall so ungefähr. Also am Anfang hatte ich ein bisschen Angst davor, ob ich diese Lautstärke aushalten kann. Und dann habe ich, da der Gong ja nur ganz allmählich immer lauter wird, habe ich irgendwann angefangen, das gar nicht mehr als Geräusch wahrzunehmen mit dem Ohr, also als Krach, sondern mit dem Körper wahrzunehmen. Und das war dann wie ein Rauschen, was durch den ganzen Körper geht, bis ins Gehirn und hat dann alle überflüssigen Gedanken weggeweht. Und das war total schön. Ich habe mich dann auch gefühlt, wie als würde ich mit einer Rakete in den Weltraum starten oder als würde ich wie ein Surfer von einer Welle mitgerissen werden. Die zunehmende Lautstärke hat auch Angst ausgelöst im ersten Moment. Es wurde gesagt, es wird nicht mein Trommelfell beschädigen oder irgendwie andere schlimme Dinge bei mir auslösen. Und da habe ich gedacht, vielleicht eben einfach mal in dem Moment vertrauen und das auf dich zukommen lassen. Und das hat dann auch recht gut geklappt. Aber im ersten Moment war ich auch froh, als es wieder vorbei war. Der Gong ist so ein bisschen vergleichbar oder ist wie so ein kleiner Tod, weil dieser Klang, wenn der über mich rüberkommt, so laut ist, dass im Prinzip die Psyche gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie dagegen zu kämpfen oder da irgendwie so einen Stopp zu setzen oder zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter, sondern es kommt wie so eine Welle und es kommt und es kommt und es kommt und das ist so ein bisschen wie diese Verbindung zum Tod. Also der kommt auch, egal ob ich ihn will oder nicht und ob ich ihn begrüße oder soweit bin oder so. Das ist ja eigentlich der Sinn der Meditation, dass man rauskommt aus allem, dass man nur noch im Hier und im Jetzt ist. Und das macht dieses Rauschen. Du bist nur noch dort drin eingewickelt und nichts anderes existiert mehr. Nichts anderes. Das ist eine Erfahrung, die muss man erlebt haben. Die geht über das normale Empfinden hinaus. Und es ist auch nicht irgendwie esoterisch, wenn man sowas immer hört, so Gong-Meditation oder sonst irgendwas.
Das ist ja wirklich eine physikalische Angelegenheit. Also wenn so ein Schall durch den Raum geht, dann ist das physikalisch. Das hat ja nichts mit irgendwas Mystischem zu tun. Aber die Erfahrung selber ist komischerweise mystisch.